Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir haben gerade einen Grauhut-Trank getrunken und können jetzt mit unserem Pferd reden. Woo! Dein Timbre ist interessant. Ich dachte, eine junge Mähre klänge mädchenhafter. Hoch, weil du so viel Erfahrung mit sprechenden Tieren hast? Soweit ich weiß, bin ich das Erste. Schon wahr. Das muss der Trank sein. Interessante Nebenwirkung. Toll, oder? Du solltest das Zeug öfters nehmen. Ich hätte so viele Tipps für dich. Besser nicht. Das könnte schnell tödlich enden. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer sofort auftauchst, wenn ich pfeife? Wie funktioniert das? Na, du bist doch mein Mensch. Ich muss doch da sein, wenn du mich brauchst. Ob es in den Sonnenuntergang geht oder direkt in die Gefahr. Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife. Nur um dann am nächstbesten Weidenzaun festzuhängen. Wieso? Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Die Ironie ist geil. Hör mal, ich habe da einen Auftrag, den ich erledigen muss, solange das Zeug wirkt. Klar, Monster erschlagen sich an dich von selbst. Lass mich mal sehen, worum geht's denn? Komm mit und versuch keine Pflanzen und Kleintiere zu zertrampeln. Hey, könnten wir auch mit der Kuh reden? Geralt, wir sollten dieses Gebiet gründlich erkunden. Ich suche nach Hinweisen. Du bleibst da stehen und bleibst da stehen. Gut. Sieh dir das mal an. Hier ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen. Wir müssen ihnen folgen. Wo denn hin? Tote Motten. Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie in Hüsima auf dem Friedhof, als wir Ghule gejagt haben. Es riecht nach Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Oh, ernsthaft? Okay. Wir können also gar nichts machen, oder was? Jetzt weiß ich, woran wir sind. So, Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. Wir haben es wahrscheinlich mit einer Art Erscheinung oder Phantom zu tun, die die Einsiedlerin nachts aufsucht und ihr Blut trinkt. Wenn wir sie finden, habe ich keine Ahnung, wie wir sie bekämpfen sollen. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmahr sein, eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmahr. Ja, das ist schlüssig. Nachtmahre sind gänzlich unsichtbar, sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch! Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! Er stand doch immer noch da. Da ist der Nachtmahr, Geralt. Hinterher! Wir werden ihn eh nicht einholen, bis halt zu einem bestimmten Punkt. Ja, ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten müssen. Ja, wir werden ihn halt bis zu einem bestimmten Punkt verfolgen müssen. Also es ist halt gescriptet auf jeden Fall. Wir holen ihn eh nicht ein. Geralt, wir müssen mal reden. Von Pferd zu Mann. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber deine Kalkünste sind ja nicht so das Wahre. Es wäre lieb von dir, wenn du etwas entschiedener kunden könntest, wo du eigentlich hin willst. Ich weiß manchmal echt nicht, was du von mir willst. Sollst du links rum, rechts rum oder einfach nur rumstehen und mit dem Arsch wackeln? Ja, und es wäre toll, wenn du auf meine Befehle etwas flüssiger reagieren würdest. Du bestellst kein Bier. Sagt er Bier?
Gern, aber warum so ein langes Gesicht? Verlieren wir den Nachtmahn nicht aus den Augen. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Lauf, Blitze. Was zur Hölle glaubst du, was ich mache? Also ich glaube, ich hätte es auch besser gefunden, wenn es eine Frau gewesen wäre, die Stimme gesprochen hätte. Es ist schon klar, dass das gerade so ein bisschen lustig sein soll und alles, aber Frauenstimme hätte mir auch besser gefallen. Die Männerstimme ist irgendwie merkwürdig. Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich nun wirklich gar nicht erinnern. Natürlich nicht. Im Kampf reite ich aber eigentlich nie auf... Erdboden verschwunden. Blödsinn. Scheiße! Pass auf, Gera! Oh fuck, wir haben ja gar keine. Götter, was sind das für Riesen der Mondkatzen? Hilfe! Oh, warum habe ich eine Katze genommen? Ich wollte gar nicht Katze nehmen. Oh, ich habe mich verdrückt. Ich habe das Gefühl, dass ich den Kampf nicht beim ersten Mal schaffe. Sorry, aber die sind echt stark. Die sind bei allem so beschissen schnell, ich kann überhaupt nicht dazu irgendwas zu machen. Die treffen mich noch einmal und ich bin glaube ich tot, ne? Na doch nicht, aber fast. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich kann nicht gleichzeitig angreifen und abhauen. Guckt euch das an, wie schnell die sind. Boah, das erste Mal, dass ich mal ein paar Schläge ansetzen konnte, weil mir gerade nicht beide auf einmal auf den Sack gehen. Jetzt gehen wir beide auf einmal auf den Sack. Oh, einer ist tot. Nice. Hä, aber er hat noch gar nicht die Hälfte der Energie verloren. Das macht es deutlich einfacher. Oh, auch tot. Okay. Oh. Ich dachte, jetzt kommt ein anderer Spuk, aber einfach nochmal das gleiche und... Ja, das ist doch ein bisschen billig. Ah, ich wollte den einen unbedingt umbringen, bevor der andere kommt, damit es leichter wird, aber... Wenigstens jetzt Katze weg. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Oh, das gegrillte Schweinefleisch hilft, heilt uns aber ziemlich schnell. So, jetzt haben wir auch wieder Adrenalinpunkte, das heißt... Wir können nicht einfach so sterben. Das gegrillte Schweinefleisch heilt uns echt verdammt schnell. Das ist ja fast wie Schwalbe. Oder vielleicht sogar genauso gut wie Schwalbe. Oh, er ist noch nicht tot. Jetzt. So, den Grabstein. Ach nein, ich will ja nicht für sowas klauen. Naja, egal. So, Ritterstahlschwert. Das ist eh Rotz. Den will ich auch nicht nehmen. Ich will es nur untersuchen. Marcello Clerici. Ritter, letztes Jahr gestorben. Ungefähr gleiches Alter wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmahr geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das? Ich kann ja selber lesen und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Wieso kann denn das Pferd lesen? Geralt, es ist der Nachtmahr! Angriff! Lass mich erklären! Sprich, fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich! Sie weigert sich, mir zu vergeben.
Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist Ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe Sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Trotzdem finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Warum hast du die Form eines Pferdes angenommen? Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Dann kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist und wie es geschieht, aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst, sie sieht mich als Pferd? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Du und die Einsiedlerin, woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie. Aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut. Also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde Knappe und nahm sie mit an den Hof. Pinastri erfuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Als schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Doch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als zu hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nie verstanden, als ich noch lebte. Aus der finsteren Tiefe des Grabes sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht all ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmahr geworden. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier. Ein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Pinastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Ich bin die falsche Adresse vergeben angeht, du verdienst keine Gnade. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte. Ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame, vergib mir meine Sünde. Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Du hast Scheiße gebaut. Da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. Ich weiß. Ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Oder nachtragend, wenn man uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zurücklässt. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Gut gemacht, Plötze, mit der merkwürdigen Stimme. Na schön, gehen wir zurück. Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen.
Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein. Gehen wir zu ihr. Ich hätte doch jetzt plötzlich gefragt, ob er Geralt immer versteht, auch wenn er nicht diesen Trank drin hat, weil dann müsste er für die Zukunft, okay, ich kann mit ihr reden und sie versteht, was ich sage, oder? Also das hätte ich jetzt zum Beispiel noch gefragt. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war, als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Mir ist klar, dass Hexer gegen Lohn arbeiten. Aber ich habe kein Geld. Ich kann dir nur das hier anbieten. Kartoffeln? Gute Ernte dieses Jahr. Außerordentlich. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad? Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen und... Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Schade, ich wünschte, ich hätte diese Mission schon eher gemacht, weil dann hätte ich einfach plötzlich mit anderen Augen gesehen, aber ist auch so cool gewesen. Wir hatten ja noch einen neuen Bystariums-Eintrag für Nachtmar und sowas. Nachtmar. Nachtmarer sind nichts als schlechtes Gewissen, Schuld und unvergebene Untaten. Es sind jene Kerle, die sich erst mit leichten Weibern rumtreiben und dann nachts nicht schlafen können, die dann Geschichten von Nachtmaren und sonstigen Phantomen finden und in der Taverne zum Besten geben. Sabine von Dahl, Mystikerin und Priesterin des Propheten Majoran. Manchen Philosophen zufolge hinterlässt jede Tat von uns in der zarten Substanz unserer Seele eine dauerhafte Spur. Übeltaten, vor allem begangen an unschuldigen Kreaturen, können die Seele des Sünders auch nach dem Tode noch peinigen und ihre ewige Rastlosigkeit einbrocken. Auf seinen Reisen durch Toussaint entdeckte Geralt, dass in diesen Theorien und volkstümlichen Geschichten ein Körnchen Wahrheit liegen mochte. Er stieß auf eine Einsiedlerin, die im Schlaf von einem unsichtbaren Phantom gepeinigt wurde. Der Hexer vermutete, dass es sich dabei um einen Nachbar handelt, den Geist eines jüngst verblichenen Ritters, der zu Lebzeiten eine schlimme Sünde begangen hatte und nun die Einsiedlerin aufsuchte, um Vergebung zu erlangen. In seiner Geistform trank er Blut und raubte ihr nach und nach die Lebenskraft. Der Nachbar erschien der Einsiedlerin als Pferd, denn die Sünde des Ritters war es gewesen, sein Pferd zu Tode zu peitschen. Dabei war der Geist des Ritters sich seiner dämonischen Rolle gar nicht bewusst. Geralt fand heraus, dass er dem Geist des Ritters im Namen der Einsiedlerin vergeben musste, um ihn zu befreien. Das war dann so ein Pferd, aber egal. Okay. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu gehen. Sehr gut. Wir hatten ja schon Kartoffeln von ihr geklaut und ich verstehe auch nicht, warum die Kartoffeldinger rot markiert waren, die wir da genommen haben. Also die Körbe, in denen die Kartoffeln drin lagen. Das war irgendwie komisch. So, Plätze. Mit einer merkwürdigen männlichen Stimme. Auf zum nächsten Fragezeichen. Nicht zum nächsten Anschlagbrett, da muss ich dich enttäuschen. Wir haben leider schon alle Anschlagbretter durch. Dann werden wir auch keine klassischen Missionen mehr annehmen. Kreuzung bei Duntin. Verehrter Reisender, du hast nun das Gebiet von Duntin betreten. Diese Lande gehören dem edlen Ritter Roderick. Möchtest du ihn besuchen, so halte dich westlich, dann gelangst du zu seiner Burg. Bist du dagegen zum Pitapate-Flussübergang unterwegs, so setze den Weg nach Norden fort. So, plötzlich muss ich leider wieder in diesen monsterverseuchten Wald zurücklassen, auch wenn hier gar kein Wald ist und auch keine Monster. Eingang, ach, wie das sowas. Mir zittern die Hände. Ja, Meister Hexer, das Werkzeug halten. Komm her! Sei gegrüßt. Bitte. Aha. Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen, bevor sie eitert. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen. Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein.
Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin ihr nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Würdest du sie dir ansehen? Natürlich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Vertrau mir. Wer weiß, welcher... Gebt mir was zu trinken. Clumin oder Gigimora oder... Was gibt's noch? Ghule. Hier unten wieder auf uns warten. Was war das? Riesentausendfüßler, okay. Auch nicht schlecht. Ah. Okay, einmal noch, dann ist er tot. Oh, jetzt macht er wieder diesen Dreck. Fuck! Oh! Na also. Aber das wird es noch nicht gewesen sein. Ein Monster wird recht... Was da wohl passiert ist? Wenig. Ein blutverschmiertes Tagebuch, schwarzmagische Puppe und so weiter. Das lesen wir noch. Der heilige Majoran muss mir heute wohlgesonnen sein, oder es waren einfach glückliche Umstände. Ich habe eine Höhle gefunden, die sich bestens als Weinkeller eignet. Wir haben in der letzten Saison so viel wunderbaren Wein gemacht, aber allmählich geht uns der Lagerplatz aus. Ich hätte mir ein paar Arbeiter holen können, um einen Keller auszuheben, aber dann müsste ich vorerst weniger Wein abfüllen und das will ich auf keinen Fall. Außerdem kann es keinen Keller der Welt mit einer Kalksteinhöhle aufnehmen. Ich habe die ideale Höhle gefunden. Sie ist groß und nicht zu feucht. Ich bin rein zufällig darauf gestoßen, als ich in den Felsen spazieren war. Ich bin mit dem Fuß in einem Felsspalt getreten und als ich ihn schließlich wieder frei bekam, fielen einige Steine hinein. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vernahm, wie sie auf den Boden aufschlugen. Danach habe ich den ganzen Abend Abhang abgesucht, bis ich tatsächlich einen Eingang gefunden habe. Morgen werden wir anfangen, die Höhle in ein Weindepot zu verwandeln und die Fässer dorthin zu schaffen. Späterer Eintrag bestehend aus hastig geschriebenen Worten. Monster in der Höhle, Riesentausendfüßler, Männer nur knapp entkommen. Wir versuchen nochmal hineinzugehen und zu retten, was wir können. Muss alle Zugänge blockieren. Hoffentlich verirrt sich kein anderer jemals in diese verfluchte Höhle. Er ist leider gestorben. Ich werde jetzt hier speichern und wir machen beim nächsten Mal weiter. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Loben. Bye, bye.